Wer hat Angst vom schwarzen Gespenst? Von Britta Nonnast. Zweite Geschichte. Ein Tortenmonster geht um. Luzi sauste um die nächste Ecke. Warte, rief Marti. Wo willst du hin? Noch da oder da. Ist doch egal. Ich hab sowieso kein Zuhause. Ja, du kannst doch im Waschsalon wohnen. Mein Wort steht. Und ich verspreche dir, dass ich dich auch nicht mehr auf staubige Lampen locke. Ich werde schon was Eigenes finden. Luzi bog nach rechts. Da bin ich aber gespannt. Vergnügt schwebte Marti Luzi hinterher. Entwischen konnte sie nicht. Er war ohnehin schneller. An der nächsten Ecke bremste Luzi. Unschlüssig sah sie sich um. Orientierung verloren? Fragte Marti. Sehen plötzlich alle Straßen gleich aus? Ach, du hast gut reden, schimpfte Luzi. Dabei versuchte sie, sich die wachsende Angst nicht anmerken zu lassen und bog nach links ab. Pausenlos musste sie daran denken, dass sie ein Dach überm Kopf brauchte. Aber wo nur? Fragte sie sich. Rechts, links und jetzt gleich wieder rechts. Ja, das könnte man kopflos nennen, kicherte Marti. Aber immerhin, zu zweit kopflos ist besser als alleine kopflos. Luzi schnaubte. Dies Hin und Her machte sie ganz flatterig. Und das Gerede von Marti, es war auch keine Hilfe. Ratlos sah sie sich nach allen Seiten um und hockte sich einfach auf den Gehsteig. Ich will nicht mehr. Genau in diesem Moment fiel ihr Blick auf ein Schild auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Kaffeekränzchen stand in großen Leuchtbuchstaben darauf. Die schön geschwungenen Buchstaben zogen sie magisch an. Und Marti lockte dagegen vor allem die Aussicht auf leckeren Kuchen. »Ich liebe Süßes«, jauchzte Marti und folgte ihr. »Dich hat keiner gefragt«, sagte Luzi schnippisch. Aber eigentlich war sie froh, dass er mitkam. Keinen Schlafplatz zu haben, wäre schon schlimm. Aber allein durch fremde Straßen zu irren, das wäre noch viel schlimmer. Sie schwebte auf die breite, hell erleuchtete Fensterfront des Cafés zu. Offensichtlich gab es noch andere außer ihnen, die an diesem Kuchenparadies interessiert waren. Ein winzig kleines Gespenst hockte davor und drückte sich sein Gespensterkleid an der Fensterscheibe platt. »Lass mich rein!« brüllte er. »Onkel Oskar, lass mich rein!« »Wer ist Onkel Oskar? Und warum willst du da rein?« fragte Luzi. »Na, wegen der Torten will der natürlich da rein«, mischte sich Marti ein. »Das Café Kränzchen ist berühmt für seinen köstlichen Kuchen. Seit über 150 Jahren, das weiß doch jedes Gespenst.« »Dich habe ich schon wieder nicht gefragt«, unterbrach Luzi ihren oberschlauen Gefährten und blickte den Kleinen an. »Ich war's aber nicht. Ich war es nicht.« »Was warst du denn nicht, du kleiner Zipfel?« Luzi musterte das kleine Gespenst neugierig. »Woher weißt du, wie ich heiße?« Verblüfft sah der Kleine sie an. »Ja, weiß ich doch gar nicht«, antwortete Luzi. »Wie heißt du denn?« »Ja, Zipfel heiß ich, wie du gesagt hast.« »Ein kleiner Zipfel, der Zipfel heißt«, bemerkte Marti. »Nicht schlecht geraten, Luzi.« »Und was ist denn los, Zipfel?« »Was warst du nicht?« fragte Luzi nochmal. »Mein Bauch ist leer.« »Ganz ehrlich, Onkel Oskar hat mich rausgeschmissen, weil er denkt, dass ich...« »Weil er denkt, dass du die Torten aufgefuttert hast?« Marti zeigt auf die Fensterscheibe und auf die Kuchenvitrine. Sie war leer, bis auf ein paar Krümel und einen Klecks zerlaufener Sahne. »Das war ich aber nicht, das war das Schwarze. Es hat die ganzen Torten aufgefuttert, auch meine Lieblingshimbeertorte.« »Das Schwarze?« fragt Luzi. »Wer soll das sein?« »Na, so ein schwarzes Gespenst«, schluchzte Zipfel. »Ich hab's genau gesehen. Schwarz und groß und unheimlich. Und das hat alles in seinen großen Mund gestopft. Ruckzuck war alles weg.« »Also, ich habe ja heute zum ersten Mal ein buntes Gespenst kennengelernt«, sagt Marti.
Aber ein schwarzes Gespenst habe ich noch nie gesehen. Aber ich, ein richtiges Tortenmonster ist das. Zipfel trommelte gegen die Scheibe. Onkel Oskar, lass mich rein. Auf der anderen Seite der Scheibe erschien ein großes, dickes Gespenst. Es sah aus, als hätte es schon viele Gespensterjahre auf dem Buckel und blickte streng zu dem kleinen Gespenst. Erst wenn du es zugibst, sagte es mit tiefer Stimme. Ich war's aber nicht, sagt Zipfel. Genau in diesem Moment ging die Tür auf und ein älterer Mann verließ das Café. Kein einziges Tortenstück gibt's hier. Und das will eine Konditorei sein, schimpfte er vor sich hin und ging kopfschüttelnd davon. In diesem Moment witschten die drei Gespenster unbemerkt durch die Eingangstür. Bewundernd blickte sich Lucy in dem großen Raum um. Hier war alles so vornehm, die Tische mit bestickten Tischtüchern, die samtbezogenen Stühle und das goldumrandete Geschirr mit feinem Blumenmuster. Sogar die Gäste sahen schick aus. »Das ist aber hübsch hier«, murmelte sie. »Das schwarze Gespenst hat alles aufgefressen«, heulte Zipfel. »Ich schwöre es.« Onkel Oskar sah streng aus. »Seit 100 Jahren lebe ich hier. Seit 100 Jahren war hier kein schwarzes Gespenst«, sagte er. »Ein Geben und Nehmen war das all die Jahre. Ein friedvolles Nebeneinander. Von den Kellnern, ja, und von mir. Solange ich das einzige Kaffeegespenst war, ging alles gut. Ich habe die unliebsamen Gäste verscheucht, die frech zu den Kellnern waren und dafür Tortenkrümel genascht.« »Ganze Tortenstücke hast du verdrückt«, sagt Zipfel. »Das habe ich genau gesehen.« Oskar sah seinen Neffen streng an. »Nur kleine Häppchen habe ich mir gegönnt. Winzig kleine, also mehr nicht. Und was machst du?« Er zeigte auf die leere Kuchenvitrine. »Ich war es nicht«, jammerte Zipfel. »Ja, wer denn sonst?« Onkel Oskar blähte sich auf seine doppelte Größe auf. »Eine Ungeheuerlichkeit ist das. Die Tortenvitrine leer. Das gab es noch nie. Das ist ein Skandal, ein Tortenskandal.« Onkel Oskar packte Zipfel am Gewand. »Kaum bist du da, vertilgst du alles. Die schönen köstlichen Himbeertorten natürlich als erstes.« Onkel Oskar ließ einen lang gedehnten Seufzer hören. »Ich war es nicht, Onkel Oskar. Bitte, du musst mir glauben.« Zipfel schwenkte ein schwarzes Tüchlein in die Hand. »Hier, der Beweis. Vor der Vitrine lag das. Das kann nur im schwarzen Gespenst gehören. Ich schwöre es.« Marty schnappte nach dem Tuch. »Zeig mal her.« Er schnüffelte daran. »Interessant. Wonach riecht es?« Lucy kam neugierig näher. »Schwarz«, sagte Marty und reichte es ihr. »Das stinkt nach Schwarz.« »Der Kleine könnte recht haben.« »Wie stinkt denn Schwarz?« fragte Onkel Oskar. »Schwarz stinkt doch nicht.« »Doch«, sagte auch Zipfel jetzt, »nach Keller, nach Schmutz und nach Schwarz eben.« »Ii«, rief Lucy angewidert, nachdem sie auch an dem schwarzen Fetzen geschnuppert hatte. »Wie eine wandernde Mülltonne. Da hilft wahrscheinlich nur Kochwäsche.« Zipfel sah seinen Onkel an. »Glaubst du mir jetzt?« Onkel Oskar ließ die Luft ab und zog sich auf Normalgröße zusammen. »Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll.« Zipfel machte sein liebstes Gesicht. »Das ist echt wahr, Onkel Oskar.« »Wer auch immer das war, dem Tortenmonster gehören jedenfalls die Ohren lang gezogen«, fand Onkel Oskar. Er war sich nicht mehr sicher, ob er seinem Neffen nicht doch Unrecht tat. »Ja, der gehört richtig bestraft«, sagte Zipfel. Er sah erleichtert aus. »Wenn es tatsächlich ein schwarzes Gespenst gibt, finde ich es.« Marty schwebte zur Decke, drehte sich um sich selbst. Die Gäste des Cafés Kränzchen wunderten sich über den plötzlichen Luftzug, der ihre Haare verstrobbelte und in den Kaffee blies.
Ich finde den Tortenfresser. Marti strahlte übers ganze Gesicht. Das Taschentuch wird mir dabei helfen. Er zwinkerte Luzi zu. Lust auf ein Abenteuer? Oder hast du Schiss? Was glaubst du? Ganz schön frech, dieser Marti, dachte Luzi und zupfte an ihrem gemusterten Stoff. Aber ein Dach über dem Kopf zu finden, ist gerade für mich dringender, als einen Tortenlieb zu fangen. Also, hier können Sie nicht bleiben, Verehrteste, sagte Onkel Oskar höflich zu ihr. Zwei Gespenster in einem Café sind mehr als genug. Man muss an die Gäste denken. Doch Onkel Oskar wollte vor allem keine weiteren Mitesser in seinem Stammcafé haben. Nicht auszudenken, wenn noch ein Gespenst von den leckeren Torten Gebrauch machen würde. Er räusperte sich. Aber ich kann Ihnen die alte Burgscheune als Schlafplatz empfehlen. Die ist groß, luftig und, soweit ich weiß, noch unbewohnt. Dort gibt's bestimmt auch genug Stroh, um sich ein gemütliches Bett herzurichten. Ist es dort auch sauber? Fragte Luzi besorgt. Scheune, das klang so nach staubigem Stroh und Stallmist. Es ist sicher nicht so fein wie hier, aber dafür ruhiger, sagte Onkel Oskar. Und wenn Sie einmal durchfegen, sicherlich ganz reinlich. Für den Übergang war eine Scheune auf jeden Fall besser als eine Regenwolke überm Kopf, fand Luzi. Wo finde ich diese Scheune? Immer den Fluss entlang, Richtung Wald und dann rechts hinter der Burg. Sie können sie gar nicht verfehlen. Man sieht sie schon vom Weiten. Das ist genau meine Richtung, mischte sich Marti ein. Das schwarze Gespenst ist bestimmt auch dem Fluss entlang geschwebt. Und jetzt werden wir den gefräßigen Tortendieb bald packen. So schnell lässt sich der im Kaffeekränzchen nicht mehr blicken. Auf ins Abenteuer! Ich suche gar kein Abenteuer, sagte Luzi. Doch bevor sie mit dem nächsten Gast nach draußen huschte, bedankte sie sich bei Onkel Oskar. Adieu und vielen Dank für den Hinweis. Warte auf mich. Wir können doch beides, den Dieb fangen und ein neues Zuhause für dich finden. Mit diesen Worten sauste Marti ihr hinterher. Vielleicht ziehe ich ja auch ein in die Scheune. Du wohnst im Waschsalon und außerdem kenne ich dich ja noch gar nicht richtig, sagte Luzi und beeilte sich. Oh, du wirst mich schon noch kennenlernen, kicherte Marti. Er ließ sich nicht abschütteln. Luzi gefiel ihm. Und die Suche nach dem schwarzen Gespenst? Ja, die sowieso.